Servus Leute, was geht? Kelvin von Checknotizen am Start. Heute ein neues Herobomb-Video. Die neue Season ist draußen. Was bedeutet das? Es gibt einen neuen Pass. Was bedeutet das? Ich habe mir den Superpass geholt und das bedeutet wiederhin, ich habe ihn auch schon komplett fertig gemacht und noch nicht abgeholt, dass wir gemeinsam alles abholen können und schauen, ob sich das Ganze lohnt. Hinzu habe ich noch 9 große Schatzkisten auch noch dazu. Kurz zur letzten Season. Nummer 23. Der Welt in Season 16, jetzt sind wir in Season 17, ist auf jeden Fall mein Mindestziel. Ich möchte mich natürlich immer steigern, die Gegner oder die anderen Mitspieler werden natürlich auch immer stärker, aber hier, wie ihr seht, mit 6712 haben wir Platz 23 fit machen können, was sehr, sehr geil ist. Ich habe auch ein neues Team, wo ich spiele. Seht ihr im nächsten Video, wie ich genau spiele, wie ich zum Platz 23 gekommen bin. Und wie ich aktuell auch wieder Platz 23, witzigerweise, der Welt bin, kommen wir zum Superpass. Ich bin echt gespannt. Ich hoffe, da ist was dabei. Ich habe mir ein frisches Köpfchen angezündet. Es ist, glaube ich, noch nicht mal an. Muss ich sogar noch kurz warten, um hier... Ich liebe Pick-Opening. Das ist... Oh. Ein Deluxe für jeden Gamer. So. Alle abholen, okay. Es hat kurz maximal gehangen. Ich glaube, das macht niemand außer uns, dass wir uns alles anschauen. Okay, ganz kurz zu meinem aktuellen Deckbehältnissen, sage ich jetzt mal. Blau und Lila habe ich alles voll. Da brauche ich keine mehr. Gold brauche ich noch jede Menge und Legendär brauche ich natürlich auch jede Menge. Das heißt, diese blauen und lilanen werde ich relativ schnell skippen, da die mir gar nichts anbringen, aber auch nicht so schnell, dass ihr gar nicht seht, was jetzt drin gewesen wäre. Das ist so gesagt alles Geld für mich und Geld ist immer wichtig, weil ich könnte noch sehr viel upgraden, habe aber nicht sehr viel Geld. Und jetzt bekomme ich natürlich für alles, wo ich nicht mehr habe, hier für den kriege ich dann 200 Gold. Gut, ist nicht so viel, aber bei den lilanen oder goldenen, da oder bei den legendären reißt dann schon nochmal mehr Geld raus. Und so da ein bisschen Geld machen. Da haben wir die erste goldene. Sehr schön, Fuchsfee. Sind wir auch knapp vor der 15? Okay. Wir haben noch 88 offene Schatzkisten. Oh, her damit, geil. So, Gespenst. Den haben wir natürlich schon max, natürlich bei einer legendären Truhe. Aber 5000 Gold immerhin. 87 Kisten. Ach, ja, das ist ein Feeling. Okay. Oh, Anubis. Okay, haben wir zwar auch schon full. Ich bräuchte noch ein paar Vierer-Runen, bitte. Wieder Gold. Wir können ja mal danach schauen. Wir haben angefangen mit... Salo blendet bestimmt kurz ein, mit wie viel Gold. Und dann können wir am Ende mal schauen, wie viel mehr wir haben. Oh, Schmiedemeister, wichtig. Freut euch über seltene Karten Gold aufwärts, auch wenn ihr sie nicht spielt. Weil... Die Meta kann komplett ändern. Ich habe ein Ork alles gelevelt bis zum geht nicht mehr und auf einmal ist Ork nicht mehr Meta und andere Karten, wo ich mich bisher gar nicht so gefreut hatte, in Anführungsstrichen, auf einmal Meta geworden. Das heißt, wenn ihr seltene Karten gibt oder legendäre, freut euch immer. Es kann sein, dass die nächste Season Meta sind und dann habt ihr die schon prepared. Dann müsst ihr da noch ein bisschen Gold reinpfeffern und habt schon ein geiles Team. Und die geilen Teams seht ihr natürlich immer hier auf dem Account. Sind natürlich sehr viele kleine Crates dabei. Oh, aber 3 Ninas zum Beispiel ist natürlich wild. Ist natürlich crazy. Höhlenmensch. Priester. Das sind reine Goldpacks für mich. Aber ja, nicht für jeden. So. Zack, zack, zack. Wieder 14 Priester. Jetzt sind wir gerade ein bisschen in Blau und Lila hängen geblieben. Aber 75 Kisten haben wir noch und das sind wieder 2 goldene Spinnenlord. So. Zack, zack. Busted. Haben wir voll. Aber trotzdem. Nimmt man mit. Wieder ein Münzenpack. Ein Münzenpack. Oh, Dämonenwolf.
Wir haben jetzt auch noch 16 Karten. Für Level 15. Das bringt uns nichts. 65 Kisten haben wir noch. Da muss doch noch was dabei sein. Wir haben bisher erst eine legendäre Truhe, dann noch eine legendäre gezogen. Also zwei legendäre. Ein paar goldene waren schon dabei, aber auch nicht viele. Dreimal Ritter. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Ich muss die goldene nur rufen, dann kommen sie. Legendäre. Muss ich auch rufen? Ne, dann kommt es. Okay. So, 60 Kisten noch. Das sind ja gerade Quatschkisten. Da ist echt gar nichts drin. Da ist immer nur einmal eine Karte drin. So. Komm schon. Gönn mal jetzt mal wieder ein bisschen. Einmal bitte gönnen. Er möchte gerade kein Gold aufwärts mehr geben. Bestimmt 10 Kisten und dann kommt die Juni-Feder. Dafür noch 30 auf Level 15. Bei der habe ich irgendwie im Gefühl, die Karte könnte in ein, zwei Seasons Meta werden. Die ist irgendwie so... Die ist gut, aber irgendwie so... Die passen kein Deck rein. Also es gibt keine Kombi, wo die Juni-Feder... Also, zumindest in meinen Augen, nicht so viel krass Sinn macht, dass man die aktuell spielt. Sinn ist ja in dem Deck, dass die Karten immer aufeinander aufbauen. Und die Juni-Feder aktuell baut hier irgendwie noch nicht so wirklich auf was auf. Komm schon, gib mir gute Kisten. Gute Kisten. Komm schon. Dann gehen wir richtig im Schnelldurchlauf hier durch. Okay. Jetzt ist er gerade komplett stuck bei dem Blauen. Oh, ein Spinnenlord. Mal wieder ein bisschen Glück gehabt in so einer kleinen Truhe. Das sind natürlich auch gerade die kleinsten Truhen, die wir da öffnen. Diese Mini-Silbertruhen heißen die, glaube ich. Ich hoffe, dass da noch ein, zwei legendäre Truhen oder so dabei sind. Was? Vollen Season, was bisher nur zwei legendäre? Nicht der Renner. Das sind alles gerade nur diese kleinen Truhen. Vielleicht haben wir bei Runenklick. Das wäre natürlich wild. 17 Kisten noch. Das sind jetzt alles noch diese kleinen Kisten oder wie? Da kann man ja richtig durchrennen durch die. Ich mache nichts anderes. Ist jetzt nur so da. Natürlich auch nicht viel Gold farmen, wenn ich hier zwei Höhlenmenschen krieg. Wenn ihr aber wissen wollt, wie ihr schneller als sonst an viele Goldkarten rankommt, dann schaut auf jeden Fall auch ein neues Video an. Es kommt auch die Tage online. Da erkläre ich euch, das ist nicht das Thema vom Video, aber das ist ein Teil von dem Video. Zieht es euch auf jeden Fall rein. Da seht ihr nämlich, wie ihr schneller an goldene Karten rankommt. So, Nummer 1 Rune bringt uns gar nichts. Da haben wir schon alle. Zufällige Rune natürlich Level 1, was sonst? Eine Level 1 Rune, die bringt uns auch nichts. Oh, Level 3. Haben wir aber auch schon. Ah, man sieht immer oben schon, dass es zum Beispiel jetzt eine Level 1 Rune wird. Haben wir doch alle schon. Okay. Das war's also schon. Nochmal 1100 Gems. 145.000 habe ich jetzt. Ich würde mal sagen, wir haben ungefähr 50.000 gemacht. Was können wir abschließend über den Superpass sagen? Ich bleibe bei meiner Meinung, auch vom letzten Video. Wenn ihr das Spiel aktiv spielt,
würde ich weniger irgendwie hier im Shop irgendwas reinpayen. Das ist alles sehr, sehr teuer hier, 120 Euro oder so. Da würde ich eher die Finger davon lassen, das ist schon sehr viel Gamble. Da würde ich eher dann wirklich in den Superpass, das sind 11,99 Euro, 12 Euro. Nehmt euch die, damit könnt ihr gerade bei den kleineren Karten sehr viel farmen oder dann, wenn ihr die schon habt, Gold farmen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen da, lasst ein Abo da, lasst einen Kommentar da, über was ich sonst noch Videos machen soll. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Peace zu dem Autowitch. Tschüss.